Jo Leute, was geht? Und nochmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner Let's Play FIFA 16 Karriere mit dem FC Bayern München. 4:4 gab es in der Champions League. Eieiei. Und wir müssen ran gegen Darmstadt zu Hause. Dürfen wir definitiv nicht unterschätzen. Und trotzdem werde ich da ein wenig rotieren, wie ich es auch schon im letzten Part angekündigt habe. Aber was war das denn? Naja. So, die Frage ist, wer bekommt eine Pause? Lewandowski? Ja, der kriegt mal eine Pause. Würde ich sagen, wen stellen wir dann in die Spitze? Ich probiere mal Coman als Spitze aus. Wir können ja mal einiges probieren. Götze auf die 10, Brandt auf links. So, dann davor können wir Thiago gerne mal spielen lassen. Alonso nicht nach so einer Leistung in der Champions League. Also das war absolut abenteuerlich, was der da veranstaltet hat. Da wird er nicht auch noch für belohnt, Koke. Kann für Kimmich spielen. Auf der 6 dann hinten Rode. Davor Bernat, Bart, Stuber, Martinez. Das würde ich so unterschreiben. Machen wir so. Zu Hause gegen Darmstadt rotiert, aber trotzdem immer noch keine schlechte Mannschaft auf dem Feld. Alles andere als das. Darmstadt, ich weiß gar nicht, sind die Letzter? Sind tatsächlich die Letzter mit 12 Punkten. Das sieht nicht so gut aus. Aber auch für die definitiv die Saison noch nicht vorbei. Die haben sich, denke ich mal zumindest, selbst noch nicht abgeschrieben und haben zuletzt zu Hause 2:1 gegen Bayern 04 Leverkusen gewonnen. So, Spiel ist am Laufen. 3 Minuten sind gespielt, als Rausch die gelbe Karte bekommen hat. Götze trifft in der 17. zum 1:0. Das ist natürlich erfreulich. Wir müssen natürlich auch ein paar Spieler schonen, um für die Champions League fit zu sein. Costa mit dem 2:0, Heller kommt für Kempe. Wir befinden uns derweil in der 60. Minute. Costa mit dem 3:0, sehr schön. Boateng ist auch mittlerweile im Spiel. So will ich das sehen, souveräner Sieg. Costa mit dem 4:0, der schnürt hier einen Dreierpack, unglaublich. 4:0 am Ende dann gegen Darmstadt, wunderbar. So wollen wir natürlich sehen. So, nächstes Training ist dann auch jetzt erstmal angesagt. Schauen wir uns an, Coman geht auf 73 hoch. Der hat Sturmspitze gespielt gegen Darmstadt, hat aber leider keinen eigenen Treffer erzielen können. Und dann geht's rein ins Rückspiel der Champions League, wenn ich nicht täusche. Ne, wir haben noch ein Bundesligaspiel. Wir haben noch ein Bundesligaspiel gegen Wolfsburg. Dann werde ich das. Und das ist definitiv gefährlich, weil es auswärts ist. Trotzdem simulieren, denn ich möchte jetzt dieses Champions League-Ding da schaffen. Da bin ich gerade heiß drauf. Ne, davor kommen noch. Was ist das denn? Das ist fast einen Monat später, das Champions League-Rückspiel. Krass. Was ist mit deren Planung kaputt? Ja, gut, dann spielen wir erstmal gegen Wolfsburg. Okay, ja gut, das wusste ich nicht. Dann hätte ich auch gar nicht so krass gegen Darmstadt rotieren müssen. Aber eigenartig. Gut, wir spielen auswärts in Wolfsburg. Können wir auch machen. Hazard schlägt auch vor, dass er mal wieder spielt. Schauen wir erstmal drauf. Wie wird es? Wolfsburg Dritter mit 42 Punkten. Dortmund hängt uns mit 10 Punkten Abstand nur noch. Schon fast ein wenig im Nacken. Und gegen in Wolfsburg werde ich dann auch wieder dieses offensive System spielen. Das hat mir super gefallen. In dem ersten Durchgang zumindest, beziehungsweise eigentlich bis zur 60. Minute haben wir es fast in Perfektion gespielt. Was danach passiert ist, ich weiß es nicht. Ich werde aber Costa oder ich werde Hazard, wie nehme ich denn raus? Das ist immer so eine schwierige Sache bei den Offensivspielern. Ich nehme mal Costa raus. Der hat zwar überzeugt, aber den können wir auch eine kleine Pause gönnen. Dann haben wir Götze mal vorne drin, damit wir das ein bisschen ausgeglichen haben. Dann können wir anstelle von Vidal auch mal Thiago da hinten spielen lassen. Oder machen wir es doch mal, komm, wir geben Alonso mal die Chance. Und Martinez auch mal rausrotiert. Versuchen wir es mal so. Und ich würde Brandt gerne mal mit auf die Bank nehmen für Bernat. Schauen wir mal. Wir gehen in die Partie auswärts bei Wolfsburg oder in Wolfsburg. In der Hoffnung, dass es da erfolgreicher wird als in unserer letzten Partie, die wir gespielt haben. 4:4. Mann. Ich komme immer noch nicht darauf klar. Jascha? Keine Ahnung. Zu Heide ist der Schiedsrichter. Alles klar. Rein in die Partie. So, Auswärtsspiel in der Bundesliga. Der amtierende Meister trifft auf den Pokalsieger. Das heißt Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Die Wolfsburger natürlich ein wenig geschraubt an dem Kader. Da ja einige Spieler weggegangen sind, unter anderem Perisic, De Bruyne, dafür aber auch neu eingekauft. Draxler, Kruse, um die mal jetzt als Aushängeschilder zu nennen. Bei uns dann auf dem Feld heute wieder ein offensives 4-5-1, wie wir es auch schon gegen Zenit St. Petersburg gesehen haben. Aber ein bisschen rotiert, da es ja vor allem defensiv dort Probleme gegeben hat. Und Spieler im Fokus sind ja Thomas Müller, der ist Torschützenlistenanführer momentan mit 18 Toren in der Liga, und Max Kruse, der hat nämlich im letzten Spiel 2 Tore erzielt für die Wölfe. Also, auf den sollten wir aufpassen. Los geht's rein in die... Oh, Ball rutscht durch!
Und Wolfsburg führt nach 2 Minuten und 41 Sekunden mit 1:0. Und Xabi Alonso sieht da nicht gut aus. Die ganze Hintermannschaft sieht da nicht gut aus. Flanke kommt rein, ganz hinten ist Platz. Und dann macht Ascues das 1:0. Zweites Saisontor. Ganz bittere Pille hier für unsere Bayern, die mal direkt hinten liegen. Eieiei. Mit Götze versucht er Müller mitzunehmen. Müller holt sich den Ball nicht nochmal. Schade. Müller mit dem Auge für Robert Lewandowski. Lewandowski macht den Platz frei für Xabi Alonso. Und der ist noch nie ein Stürmer gewesen und wird es wohl auch nicht mehr werden in diesem Leben. Benaglio holt den Ball. Müller, Gegenangriff der Bayern. Thomas Müller, links Platz für Robert Lewandowski. Der kann es normalerweise gegen die Wölfe, wird aber hier erst einmal gestoppt. Lahm Außenrissball auf Robben, das ist klasse. Robben mit Tempo. Robben kommt zum Schuss, Benaglio ist da. Und Alonso kann die Bälle dagegen Dost nur ganz schwierig festmachen. Draxler setzt sich gegen Lahm durch und spielt ihn auf Kruse weiter. Den muss Bart Stuber jetzt decken. Bart Stuber stellt den Körper rein und erstmal keine Gefahr. Lahm wieder mit einem starken Ball auf Robben. Robben bleibt am Ball. Götze. Götze, Lewandowski spielt ihn direkt weiter zu Hazard. Legt ihn sich zu weit vor. Alonso gewinnt ein Kopfballduell gegen Dost. So würde ich das sehen. Müller. Lewandowski. Lewandowski nochmal zu Müller. Müller, Lewandowski, jetzt spielen sie es auf einem Bierdeckel und da hinten ist Alonso! Schade! Draxler mit der Flanke, die ist gefährlich und Bastos mit dem 2:0. Wolfsburg geht in Führung, geht mit zwei Toren jetzt in Führung. Bastos erwischt die Bayern erneut auf dem falschen Fuß. Hazard wird abgepfiffen, ist aber auch richtig so, waren schon deutlich drüber Halbzeit. In Wolfsburg, die haben zwei Chancen und machen zwei Tore, so kann man es machen und ich muss definitiv umstellen. Für Halbzeit Nummer 2 heißt, Costa muss rein. Costa muss rein, Robben rückt ein Stück in die Mitte, Alonso absolut enttäuschend, geht auch raus. Und auch Hazard hat mich nicht vom Hocker gehauen, also Brand rein. Drei Wechsel auf einen Streich, so muss man wechseln, wenn vorne nichts geht. Neuer ist da, der war in den letzten Spielen ab und an mal unsicher im Strafraum, wenn es hohe Bälle gab. Aber jetzt mal dadurch den Konter eingeleitet. Müller. Müller, ganz rechts wäre Platz für Robben, der kriegt den sogar mit dem Kopf. Aber dann schon wieder genug Wolfsburger hinten drin. Zumindest kommen wir jetzt mal in die Nähe des Tors. Oh, Vidal mit so einem Fehler lädt hier die Wolfsburger zum Kontern ein. Und das wird natürlich auch auf die Dauer anstrengend, wenn man immer solche... Costa, stark gemacht. Costa immer noch am Ball. Immer noch Douglas Costa. Und wieder der Abschluss direkt auf Benaglio. Aber wie er da vorher durchgeht, lässt für die letzten 25 Minuten nochmal... Neuer wieder mit den Fäusten da. Ne, Brandt kommt da erstmal nicht zum Kontern hin. Jetzt muss der Ball auch erstmal raus. So, Brandt. Ganz rechts läuft einer. Da sehen wir ihn. Auf der Map. Robben kann den Ball annehmen und Robben bleibt am Ball. Immer noch Robben. Robben. Benaglio ist da, aber da hat, wer war es? Schäfer, glaube ich. Mehr als nur gehalten. Hat man ganz deutlich gesehen. Lässt Robben sich da fallen. Gibt es Elber und Rot. Und Neuer lädt Wolfsburg zur Entscheidung ein. Ich habe es gesagt. Neuer momentan absolut neben sich. Guckt euch das an, Bart Stuber sowieso. Und dann Bastos mit dem Doppelpack. Und damit sollte es vorbei sein. Und wir schwächeln momentan in allen Wettbewerben. Und das sollte uns sorgen. Dost ist nochmal durch. Neuer ist raus. Neuer, den hat er. Vielleicht noch den Nachschuss von Caligiuri. Gilavogi. 4:0 für den VfL Wolfsburg. Unglaublich. Und Robben dann mit so einem unnötigen Einsteigen. Denkt mal, es wird keine Rote geben, aber darüber könnte man nachdenken. Bei so einem Tackling
gibt die Gelbe. Es steht 4 zu 0 für den VfL Wolfsburg und damit wird auch Dortmund wahrscheinlich wieder rankommen. Die gewinnen momentan nämlich alles. Und so macht man den Meisterschaftskampf nochmal mehr als spannend. Und damit ist die Partie zu Ende. Wieder 4 Gegentore, wie im letzten Spiel, was ich gespielt habe. Diesmal aber ohne Tore von uns. Wir hatten mehr Schüsse, Mann. Das ist unglaublich. Und werden hier 4-0 aus jeglichen Super-Bayern-Träumen geschossen. Unglaublich. Wolfsburg nur noch 9 Punkte hinter uns. Dortmund hat zum Glück verloren. Nee, Dortmund hat noch ein Spiel in der Hand. Das ist der Unterschied, meine Freunde. Und Dortmund hat dieses Spiel, glaube ich, nee, immer noch nicht gespielt. Krass. Gut, wir machen mal ein neues Training. 4-0. Wieder 4 Gegentore. Ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Oh, es ist echt blöd. Es ist echt blöd. Nächstes Spiel gegen Mainz. Ich verabschiede mich. Sag wie immer bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.